Alrighty. Lass mal iRacing Idiots of the Week gucken, Chat. Gucken wir doch mal, was es so Fantastisches gibt. Das Geile ist, ich kann jetzt mittlerweile das hier lesen. Oh no. Oh, bitte fahr durch. Bitte über. Der hat das überlebt. Ja, also ich hoffe, der ist am Ende wirklich durchgekommen. Das ist wirklich ein Kunststück. Okay, das ist GTPs. Let's go. Ah ja. Okay. Alles klar. Einfach mal weggeschoben. Oh krass, wir haben jetzt wieder Motocross. Nee, wie heißt das? Rallycross? Rallycross ist das. Das ist ja noch krasser als Formula. What the fuck? Die haben sich ja komplett ermordet. Holy moly. Okay. Oh, hier sind sie wieder, die guten Formula. Ey, es ist aber auch wirklich in jedem iRacing Idiots of the Week verkeilen sich zwei und einer fliegt einfach zum Mars. Oh, ich finde das auch immer so witzig, wie das so auf einmal so, bup, und dann geht's los. Es ist ja nicht mal so, als wenn du irgendwie so langsam drauf wärst und einfach bup und weg. Oh, er fährt erstmal die andere Schikane auf dem Nürburgring und sagt sich so, tschö mit Ö. Oh nein, das wird die Rache. Doch nicht. Hand weg vom Mund. Wegen Ton. Oh mein Gott. Oh, Nesquik. Oh, das war unser Rennen, glaube ich. Kann das sein? Nesquik sah bei uns auch so aus. Da helfen nicht mal mehr die Flaps, Junge. Da helfen nicht mal die Flaps. Ohne. Oh nein. Oh. Einfach komplett entsorgt. Einfach komplett entsorgt. Okay. Also ich will nicht sagen, dass er den Start verpennt hat, aber ich glaube, der hat den Start verpennt. Aber nur ganz. Okay. Nee, erst Start verpennen und dann versuchen, wieder zurückzuholen. Das funktioniert meistens nicht so. The start of a 24-hour race. Wait, what? Das war vom 24-Stunden-Rennen? Oh Mann, da traue ich mich gar nicht zu lachen. Ich erinnere mich an unser letztes 24, aber das war ja noch früher. Oh Mann. Das war so, okay, jetzt ist Schluss, zack und rüber. Komplett entsorgt, Junge. Oh, oh ja, die sind gut, Toyotas. Ey, du, Bremse halten ist optional. Das ist wie gelbe Flaggen. Scheiße, mein Trauma. Mein Trauma kickt wieder rein. Oh nö, was soll denn das Barbie-Auto jetzt hier? Oh, was mit den Clownsmobils? Und. Alter Verwalter, was ist da los? Ja, das Barbie-Auto war wirklich gut getimt. Oh oh. Nee, das war nicht so eine gute Idee. Nee, das war nicht so eine gute Idee. Sag ich, wie es ist. It's raining, man. Oh nee, eine Einführungsrunde. Oh nein. Oh. Ich fühle das so sehr, das habe ich in meinem Leben schon so häufig gemacht und auch ohne Regen. P1 und dann weggeschmissen. Boah, das tut mir im Herzen weh, das zu sehen. Oh,
okay bei dir? Das, den hat er aufgebockt, du. Den wollte er mitnehmen. Alles klar, okay. Das war mal wieder so ein optimistischer. Nö. Ach du, da muss man... Oh, no. Er hätte ja wenigstens mal die Bremse halten können, oder? Also er hätte ja wirklich mal die Bremse halten können. Oh, hier, Rallycross. Okay. Es sieht so aus, als wenn ich mal wieder Rallycross fahren sollte. Oh, komplett in die Wand getackert, Junge. Oh, Mann. Oh, da ist er wieder. Spinny Winnie. Spinny Winnie ist dabei. Im Clownsmobil. Übrigens nenne ich das nur Clownsmobil wegen den Farben, ne? Nicht wegen dem Fahrer. Möchte ich extra nochmal sagen. Nicht, dass die Leute denken, dass ich Fahrer als Clowns tituliere. Das, dem ist nicht so. Das Clownsmobil ist die Farbe. Fällt mir gerade so auf. Kontext. Kontext matters. Oh. Das war so vorhersehbar. Aber ich weiß gar nicht, tut das so doll weh bei GT4s? Oh nee. Fantastischer Rejoin, sag ich. Also bin ich ehrlich. Was war da los? Oh, Engine gleich kaputt. Bam. Was ist denn da passiert? Der ist doch einfach nur gerade ausgefahren. Oh nee, tatsächlich wurde er. Okay. Der wurde richtig rum. Da kannst du auch einfach nichts mehr machen. Da bist du nur noch Co-Pilot. Oh, wir wissen alle, wie das endet hier gleich. Magadi 2 könnte Andi sein. Andi zieht sowas magisch an. Wirklich, der zieht das magisch an. Also was Andi für ein Scheiß passiert, ist einfach der absolute Wahnsinn. Wirklich. Boah, jetzt nicht. Oh nein. Und das hat noch nicht mal angefangen. Oh, die haben sich richtig lieb gehabt hier. Das ist eine richtige Verkeilung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat sich der... Oh no. Oh, der hat noch gut reagiert, ne? Der hinter... Oh, der Kevin Estro-Moment hat wieder reingekickt. Was, gelbe Flagge? Ach, scheiß drauf, für mich nicht. Ich gehe über den grünen Streifen. Du, ist mir egal, ob alle vor mir bremsen. Ist völliger Quatsch. Ich ziehe einfach voll durch die Lunte. Ja, renn vorbei, würde ich sagen. Oh, da ist ein Nesquik wieder. Oh. Oh, nice catch. No, yes. Nice one. Ich glaube, Toyota macht Spaß im Regen. Der hat nicht so viel Bums, wisst ihr? Ich glaube, der macht wirklich... Ich glaube, Toyota und Mazda ist das übrigens. Entschuldigung, Mazda. Ich glaube, die machen Spaß im Regen. Das müsste man wirklich mal ausprobieren. Weil die sind nicht so übermotorisiert. Das könnte wirklich Spaß machen. Okay. Let's go. Und der kenne ich gleich hinterher. Oh nein. Perfekt rejoin. Also, kann man ruhig mal machen. Also, der andere dahinter, der hat das noch mitgekriegt. Der hat extra gewartet, der rot-blaue da. Der hat das irgendwie noch gecheckt. Aber auch nur so halb. Oh Mann, und rennt vorbei.
What the actual F? Ich finde das wirklich bemerkenswert. Das ist mir heute auch aufgefallen, als wir Imola gefahren sind, dass einige Menschen wirklich Schwierigkeiten haben, im Pack zu fahren. Ich kann euch immer nur empfehlen, übt das mal, wenn vor euch einer ist. Weil so Bremspunkte, die sind zwar immer noch ident, aber es lohnt sich halt doch schon so mal 5 Meter vorher so von der Bremse zu gehen. Mir ist das heute wirklich tatsächlich auf Imola aufgefallen, dass einige Menschen damit, glaube ich, noch so ein bisschen strugglen. Und vor allen Dingen, es lohnt sich halt auch nicht überall reinzuhalten. Tatsächlich. Es lohnt sich halt wirklich nicht, weil du kommst halt nicht vorbei. Das war Mr. Beam. Oh, der kam mit Hass. Oh, go bowling. Ey, es war ohne Scheiß, ne? Es war so nett gemeint. Er ist so langsam losgefahren und dann war so, oh no. Manchmal würde ich gerne sehen, wie das bei dem Fahrer ausgesehen hat. Einfach. Oha. Keilerei, Junge. Oh, der Essen hat sich auch gleich mit verabschiedet. Und tschüss. Oh, der wurde rausgeschoben. Oh, nice catch. Wow. Super ärgerlich, aber richtig gut gecatcht. Da war es wieder. Da war es wieder. Oh, ich liebe das, ne? Ich finde das so witzig, auch wenn es voll doof ist. Aber jetzt hier wieder. Und los. Ich finde das so geil, Junge. Oh, no. BMW? Oh. Der BMW kann so wegrutschen? Also offensichtlich schon. Was war denn das für eine Strecke? Mugello? Ey, wie heißt sie denn? Aber das scheint schon öfter passiert zu sein. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Zu doll gebremst? Oh. Oh no, und der hat keine Porsche. Oh, ist das bitter, Junge. Na ja, gut, wäre eh egal gewesen, aber alter Verwalter. Und dann ist er einfach da so durchgeflutscht. Oh, no. Was war das? Der Purple Sheep Day? Ich glaube, der Purple Sheep Day. Jetzt mal ohne Flachs. Ich glaube, der Hintermann schiebt den an. Guck mal, wenn, siehst du das? Wenn der drauf fährt, dass der dann einfach nach drüben gezogen wird? Der hinten schiebt an, oder? Weil ich wollte nämlich aus. Ich wollte einmal eben gerade kurz sagen, was macht der außen? Aber ich glaube, der hinten, der schiebt den und dann kommt er so rüber. Ich war schon wieder fast zu schnell, aber ich habe nochmal hingeguckt. War das ja auch bitter dann für beide Rennen vorbei, I guess. Was ein Assi-Move. Oh Mann. Also zumindest ist für mich als Unerfahrener sah das aus wie ein Asi-Buf. Oh, so eine geile Strecke, Road Atlanta. Oh, er kurz erstmal ab, sagt er. Er gönnt sich erstmal. Ich sehe schon, die GTP ist wieder anders vorsichtig unterwegs gewesen. Einfach reingehalten. Wobei, ich glaube, der Porsche hat auch aufgelassen. Oder? Zumindest sah es ein bisschen danach aus. Oder? Nee. Das ist Road Atlanta? Das ist Road Atlanta, ne? Nee, Road America. Nee, also ich glaube nicht, dass er den durchlassen wollte. Der Motor wird auch nicht weniger. Nee, das hat er nur gemacht, um sich zu saven. Okay. Glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Go bowling.
Oh, Maga, der hat Crash Avoidance aber durchgespielt. Der hat Crash Avoidance einfach auf Max-Level, Junge. Maximal. Der hat schon eine Plakette dafür gekriegt. Oh, der sieht nicht mehr so gerade aus. Einfach, zack. Oh, no. Okay, das war wirklich eine gute Folge. Das war tatsächlich eine sehr, sehr geile Folge. Oh,